Bei uns, Colin, genau das Spiel, was man sich vielleicht wünscht als Stürmer. Ein Kollege ist verletzt, man kommt rein, ersetzt 1:1 in der zentralen Sturmposition und macht auch 2 Tore. Wie fühlst du dich nach dem Ende? Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz schön platt jetzt erstmal nach dem Spiel. Es war schon intensiv und muss auch sagen, dass die Enttäuschung da heute noch schon überwiegt. Trotzdem in der zweiten Halbzeit dann ein gutes Spiel von uns. Ihr habt viel Druck gemacht, Chancen gehabt nach der 2:1-Führung. Habt ihr auch nicht aufgehört. Wie kam es, dass man sich dann noch einen fängt? Ja, ist wie gesagt enttäuschend. Sind halt dann, glaube ich, in so einem Spiel ein, zwei Momente, wo man dann unaufmerksam ist, die dann bestraft werden können. Da müssen wir einfach für die Zukunft aufpassen und das besser machen. Was nimmt man mit als Stürmer aus so einem Spiel? 2 Tore gemacht, im nächsten Spiel sicherlich auch wieder dabei, oder? Ja, also ich hoffe es. Ich habe es gerade schon gesagt. Also wir werden jetzt gucken, dass wir uns erholen. Und auch ich muss jetzt da wieder die Woche Vollgas geben im Training und mich anbieten. Und hoffe dann, nächstes Spiel wieder spielen zu dürfen. Nächstes Spiel gibt es auf keinen Fall ein Unentschieden. Am Ende muss es einen Sieger geben. Definitiv. Das dürfen nur wir sein. Genau, so sieht's aus. Alles klar, viel Erfolg dafür. Danke.